Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und einer weiteren Episode Super Mario 64. Wir sind immer noch in den Eisgemächern und blicken immer noch nach wie immer noch. Jetzt habe ich schon zweimal am Anfang dasselbe Wort benutzt. Schön, dass ich so blöd bin. Wir sind immer noch hier am Werkeln, am Gucken und am Basteln und am Schauen, wie man hier in diesen lustigen kleinen Eislabyrinthchen zurechtkommt. Obwohl das Eislabyrinthchen gar nicht so lustig ist. Von daher ist der Begriff lustig schon wieder falsch. So, hier geht. Also müsste ich doch diesen. Naja. Anscheinend. Vielleicht fehlt mir ja irgendwas noch in diesen Eis. Weil dieser Block da hinten nicht auf ist. Vielleicht fehlt mir da irgendwas. Das. Aua. Blöd. Ja, Mario, da hilft ein Beugen auch nicht. So, hier, die Viecher können auch nicht. Nee, vielleicht haben wir ja draußen irgendwas vergessen. Sofern ich mich auch dann richtig erinnere und noch nicht irgendwie schwer vergesslich bin, waren wir auch dabei, die roten Münzen zu. Ey, hallo? Die roten Münzen zu sammeln. Und diesen Job werden wir doch mal beenden, ne? Wenn wir was anfangen, beenden wir das auch. Das ist. Nee, nach wie vor nicht mehr, aber war vorher eine. Besonders früher eine große Schwäche von mir, dass ich Dinge angefangen habe, auch bei Let's Play, dass ich Dinge angefangen habe und den einfach nicht zu Ende gebracht habe. Das war schlimm. Das ist schlimm, besonders beim Let's Play ist das dann wirklich schlimm. Ich meine, du willst ja keinen Let's Player haben, der fängt dann irgendwelche Superprojekte an und die sind dann nach einer Woche nicht mehr da, weil er keinen Bock mehr hatte, weil ihm das dann doch zu viel wurde und naja. Das war damals bei Oblivion so ein Fall, wo ich mir dann irgendwann dachte, oh nee, jetzt habe ich doch keine Lust mehr. Heute hätte ich wieder Lust, aber heute funktioniert das Spiel nicht, ne? Das ist ja, ja. Egal, was ist. Auf jeden Fall stört es mich, aber mein Eisatem wird mich davon befreien. Dein Eisatem wird dich gar nicht davor befreien. Ein Eisatem kann dich nicht davor schützen. Der läuft gerade gleich wieder schnell, der blöde Sau. Nein, lauf doch ordentlich. Du blöde Sau. So, mal gucken, ob hier dann auch noch eine rote Münze ist, nicht eine blöde Münze. Nach blöden Münzen können wir natürlich auch suchen. So, jetzt pass mal auf, dass man hier nicht. Bitte nicht in den Stern fallen, Super Mario. Och nö, da oben war noch was, oder? Manu. Vielleicht bringt uns die Kanone jetzt was. Vielleicht können wir uns da auf den Nordpol schießen oder weiß der Geier was. Wir müssen ja alles mal ausprobieren, ne? Die ist hier. Vielleicht. Probieren wir es. So. Das könnte sogar nicht klappen. Das klappt sogar nicht. Da bin ich stolz drauf. Genauso wollte ich das. Genauso nicht. Oh, hör doch mal. Oh! Wir kommen aber fast schon wieder bei der Kanone raus, von daher. No problem. Das reicht doch wieder. Das reicht doch. Das. Nein, nicht meine Münze. Meine Mütze. Aber das Gute ist jetzt, dass wir keine Life Points verloren haben. Das wäre natürlich wieder. Das hätte sogar tödlich enden können. Bis sehr tödlich. Und von daher. Das ist so scheiße. Ich wiederhole mich immer öfters mit meinen Wörtern. Oh, es hat ja nicht gereicht, deswegen hätte ich. Ah, bin ich blöd. Ich war gerade der Meinung, dass es fast gereicht hat und deswegen. Dass es zu weit war und deswegen habe ich mich nicht so hochgeschossen, aber eigentlich hätte ich mich ja höher schießen müssen. Denkfehler von mir kommt öfter vor. Ich habe eine schöne Anomalies-Maske, fällt mir gerade auf. Die lacht mich an. Die habe ich auf meinem PC-Monitor gestellt. Was heißt Anomalies? Es ist ja die Guy Fawkes-Maske, die Anomalies-Maske, die Hater-Maske, die. Weiß ich nicht, ob GAP. Hat GAP diese Maske auch auf oder hat er eine andere? Das müsst ihr mir jetzt mal sagen. Ich weiß das gerade nämlich gar nicht, ob der die auch hat oder ob das doch wieder eine andere ist.
Ja, für so ein bescheuertes Leben komme ich hier hoch. Schönen Dank. Schönen Dank auch. Vielleicht kann ich ihm aus dem Kopf rumtanzen zum Dank. Nein, und ich fliege direkt zur roten Münze. Ist doch schön. Sofern das nie wieder ein Trick ist. Wunderbar. Ich habe mich doch in den letzten... Oh, das war schon wieder mit der roten Münzensammlung. Ja, dann werde ich dieses Level dann auch verlassen. Das ist mir hier ein bisschen zu strange, zu abgespaced und zu komisch. Nicht, dass noch Unfälle passieren. Nee, Ich hatte gerade noch im Kopf, was ich sagen wollte, und jetzt habe ich es wieder vergessen. Haben wir doch wieder 40 Sterne, du. Das geht aber auch schnell, wenn ich bedenke, dass die höchsten Sterne, du kannst in Super Mario, kannst du 120 Sterne bekommen. Insgesamt. Du kannst in jedem Level nochmal einen Stern kriegen, habe ich mir sagen lassen. Dafür, dass du... Also du kannst in jedem Level 100 Münzen sammeln. Ah, vielleicht muss ich den da angucken dazu. War das nicht so? Wie war das? Kommt man hier nicht rein irgendwie? Vielleicht, da könntet ihr mir jetzt vielleicht mal helfen. Wenn nicht, muss ich selber rausfinden. Wie komme ich hier rein? Hier, geht's hier im Original Super Mario, ging es hier in den Spiegel rein? Oder geht's da gar nicht rein und ich bin einfach nur wahnsinnig? Schreibt's mal unten in die Kommentare, würde mich freuen. Wenn ich wüsste, ob ich wahnsinnig bin oder ob ich mich einliefern muss. Und jetzt muss ich erstmal mein Versprechen einlösen. Ich wollte ja schauen, wie viele Sterne wir brauchen. 50 Sterne, mir fehlen also noch ganz genau 10 Sterne. 10 Sterne, um da reinzukommen. Und unsere Lieblingswelt werden wir besuchen. Denn wir haben immer noch die... Ich forsche die Höhen und Tiefen. Wir müssen schauen, wie wir ganz nach oben kommen. Da ist nämlich dieser Blödmann, dieser nette... Warum nenne ich ihn Blödmann? Das ist nett. Dieser nette rote Bombenmann, der uns dann sagen kann, ob wir... Der sagt uns gar nichts, der sagt uns bloß im Prinzip... Kollege, ich mach die... Kanonenkugel-Dingenskirchen, Klappe auf und dann kannst du dich hochschießen und nie wiederkommen. Das sagt er uns dann wortwörtlich genau so. Und... Ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl bei den Level hier, das ist... Oh, das wäre doch... Das hätte doch geklappt, wenn ich nicht wieder mich so dumm angestellt hätte. Ja, natürlich. Hier drüben war das... Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum soll das noch höher gehen? Also, wo die Kanonenklappe ist, weiß ich ja schon mal. Aber wie ich da hochkomme zu den beblödeten... Ja, beblödeten. Ich habe so einige Wörter. Ich bin Erfinder so einiger Wörter. Wie zum Beispiel, ich sage nicht Fragen. Ich habe die dumme Angewohnheit, wirklich dumm, dass ich nicht Fragen sage, sondern Frägen. Da muss ich mal nachfrägen. Oder bei solchen Sachen ist das, glaube ich, bei solchen Sachen nicht, aber bei manchen Sachen sag ich Frägen. Frag nicht warum. Hier drüben muss da oder kann dann einfach das nur noch sein. Gleich kriegen wir einen Stromschlag, ja. Gleich kriegen wir einen Stromschlag, tralala. Wir rennen runter und schlagen uns den Kopf an. Hier gibt's nur einen Stern, einen dummen Stern, den will ich nicht haben, Mann. Ah, da will ich auch gar nicht hin. Die Mission habe ich sowieso aufgegeben hier. Dieses Blöde vom Wegen, fahr da mal hoch und hier den Stern, das habe ich aufgegeben. Wahrscheinlich kann ich sowieso wieder das ganze Level hier aufgeben.
Fährt ja gar nicht runter, kann da nicht mit dem Stern einfach runterfahren. Komm, fahr runter. Also, nee, ich sag das mit dem Fahr runter und nicht so laut. Jetzt nimmt es meinen Computer noch als Anlass, um runterzufahren. Das wollen wir, denke ich mal, nicht, dass der runterfährt. Es war den einen Tag, so ich spiele auf einmal. Blim! Schaltet er sich ab. Das hat er seit Jahren nicht mehr gemacht. War dann aber ein kleines Problem im Haus. Also von daher brauche ich mir da keine Sorgen machen, dass der PC jetzt eine Macke hat. Wäre natürlich schlecht für einen Let's Player, genauso wie mein Mikro damals oder vor einer Woche. Genau, damals ist bei mir eine Woche. abgebrochen wäre. Der Ständer da, der Galgen, wäre ja beinahe abgebrochen. Und ich glaube, das wäre nicht schön gewesen, weil ein Großmembran-Mikro, da brauchst du irgendwie so einen Galgen. Das ist uns dumm. Und jetzt schau ich. I will see, my friend. How I will get on this platform to the little red bomb. I don't know. Mit einem dreifachen Sprung könnte das klappen. Bloß ist hier die Fläche für einen dreifachen Sprung ziemlich, naja, sagen wir mal gering. Ja, Wahoo und nein, Mario, das war falsch. Vielleicht müssen wir hier wieder solche irgendwelche abstrakten Bewegungen hinbekommen. Man weiß es ja alles nicht heutzutage, ist ja alles Wettbewerb, alles schwer und ja, so kann es von der Sicht ja schon mal bleiben. Und ich springe wieder runter. So weit will ich doch gar nicht gehen. Ich wette, hier schreibt mir jetzt wieder dann irgendwann runter, du musst es so und so machen. Das ist schön. Nee, Jungs, also so wird das garantiert nichts. Da. Ich weiß nicht. Könnte hier vielleicht noch was drin stecken? Okay, das war ziemlich zweideutig gerade, diese Frage. Wir schauen. Kann ich auf die 4 da drauf springen? Oh, du blöd, Mann. Mario, Mensch. Ich würde schon sagen, dass ich vielleicht von den Plattform aus diesen Schwung hole, aber kannst du vergessen, dass du von den Plattformen so viel Schwung holst. Gehst du krachen. Gehst du krachten vorher. Vielleicht reicht auch schon ein zweifacher. Wir probieren es einfach mal aus. Ansonsten suchen wir uns dann gleich für den nächsten Part ein anderes Level. Das könnte reichen. Das war verdammt knapp. Das könnte reichen, Freunde. Wir werden schauen, ob dies genügt, um dort hochzukommen. Wenn nicht, ja, dann habe ich ja angedroht, was ich da mache. Na, das war schlecht. Das war ein schlechter Ansatz. Mario, das war schlecht. This was very bad, my friend. Or in Italienisch. Italienisch kann ich nicht, von daher kann ich dir nicht sagen, was das in der Italienisch heißt. Auf jeden Fall war es schlecht, Mario. Ich bin nur so ein kleines bisschen. Vielleicht klappt es doch nicht. Ich klappt es von da aus wirklich nicht. Vielleicht will es nicht klappen. Noch ein Versuch und dann, naja, wird. Vielleicht von weiter weg. Also noch ein Versuch, ne? Ihr merkt schon, wenn ich sage ein Versuch, dann muss das nicht unbedingt stimmen. Jawohl! Ja! Juhu! Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Das ist... Ich habe mich noch nie in meinem Leben gefreut, diese Worte zu hören, mein Freund. Bist du bereit? Dann reime dir in die Kanone. Ja, ich bin bereit und wie ich bin ready. Ready, steady, go, mein Freund. Oh, mein... Also, ich hab's mit meinem Freund, hab ich so... Und jetzt teleportieren. Jetzt schießen wir uns nämlich einfach mal. Erstmal gucken, wo wir sind. Am
besten hier. Wir können uns da, glaube ich, da geht's, glaube ich, unendlich lang sowieso. Da fliegen wir dann, glaube ich, sowieso. Das hat noch nicht gereicht. Das hat noch nicht gereicht. Gibt's noch nicht. Aber das Schöne ist, die Kanone ist jetzt immer offen. Die ist jetzt nicht nur irgendwie am... Dass die nur am Anfang offen... dass die jetzt nur, solange wir in dem Level drinnen sind, offen sind. Und dann müssen wir es nochmal machen. Nein, die ist jetzt wirklich... Das ist unlogisch. Der ist elektrisiert. Eigentlich müsste das ganze Wasser hier elektrisiert sein. Ich müsste eigentlich permanenten Stromschlag kriegen. Warum, Nintendo? Warum kriege ich keinen permanenten Stromschlag? Das ist jetzt so, schwach. Also muss ich das hier so volle Bude hochbämmen und bammeln, hauen. Oder ich darf, nee, das... Gerade weil ich so hoch haue, ich Idiot. Tja. Hätte ich da in Mathe bzw. Physik mal ein bisschen besser aufgepasst. Dann... Wir haben ja einen Slenderman im Real Life schon gemerkt. Hätte ich im Sport besser aufgepasst, hätte ich vom Slender besser wegrennen können. Jetzt kommen auch noch Mathe und Physik dazu. Ich bin ein echter Problemfall. Demnächst bei RTL. Problemfälle. Ich sag's euch, das kommt auch noch. Ich sehe es voraus. Das war doch blöd, die Richtung. Und wir sehen uns damit im nächsten Part wieder. Ihr könnt euch freuen. Wir haben die Kanone frei und werden dann mal erforschen, was denn hier unten für schöne Sachen in uns warten, genau. Auf uns warten in diesem Käfig. Vielleicht finden wir Atlantis wieder. Ansonsten, naja, mal schauen. Schönen Nachmittag euch. Macht's gut. Euer Krangus.